was dafür arbeiten muss. Und dann ist ich man sehe so das auch als Grundsicherung. Ja, ich genau. sehe das auch als Grundsicherung. Also das macht man ganz ehrlich. Aber ich wünsche dir und meine Unterstützung, auch die meiner Arbeitskraft, ja. wo es nötig ist, hast du, um diesen Karren weiterzuziehen. Weil ich glaube, ehrlich gestanden, also ich habe jetzt mich sehr stark damit beschäftigt, mit dem Peak aller möglichen Dinge. Und das wird ungeheuer zugenebelt, weil das keiner wissen will. Und die Geschichte ist, dass das normalerweise bei den Projektionen so berechnet wird, da kriegt man eine empirische Kurve, wie viel haben die da erbeutet von irgendwas. Und da sieht man bei diesen empirischen Kurven, die gehen alle so. Und auf einmal ist es ganz flach. Und auf einmal gehen es runter. Ja? Und dann gibt es dazu die drastisch gezeichneten Modellierungskurven, die gehen alle so. Ja? Frage mich, warum? Ja? Und das hat, und das ist überhaupt für einen normalen Menschen ist es schwer vorstellbar, wenn man von einer Ressource immer was wegnimmt und die Reserven dauernd größer werden. Ist doch irgendwie abwegig. Ja? Das glaubt man normal nicht. Wenn man bei deiner Wäsche außernimmt, ist nachher weniger drin. Da gibt es gar nichts. Ja? Und da kann ich eine zweite Waschmaschine dazustellen und das aufteilen und so weiter. Das ändert am Sachverhalt nichts. Ja? Aber in der herrschenden Mainstream wissenschaftlichen oder eigentlich Ingenieurslandschaft, ja, werden diese Reserven ernst genommen, die aber niemand wirklich kontrolliert. Das genau. ist nochmal das Nächste. Genau. Ja. Und wenn man sich die empirischen Kurven anschaut, dann schauen die halt alle so aus. Und die Leute, die das etwas kritischer bearbeiten, die sagen, die reden nicht nur von einem Peak Oil und einem Peak Gas, sondern sogar von einem Peak Coal in den nächsten Jahrzehnten. Und die zeigen, dass die Länder, die diese Energieträger liefern, selber einen immer höheren Bedarf haben, zum Beispiel Saudi-Arabien, ja, die haben mit die größten Ressourcen, aber deren Fähigkeit zu exportieren daher deutlich zurückgeht. Und daher wird diese Ressourcenfalle zuschnappen. Und zwar nicht 2100, sondern 2020, 2025, 2030. Also wir werden das noch ganz massiv erleben. Die Schwierigkeit ist, dass die Ökonomen immer sagen, ja, also wenn es wirklich knapp wird, wird es halt teurer und dann wird an dem gespart. Ich bin da skeptisch. Also ich habe mir eine ganze Menge Korrelationen zwischen Knappheit und Preis angeschaut und die schauen random aus, würde ich sagen. Die sind nicht. Also zum Beispiel Fische. Ja? Wir haben jetzt weltweit einen Rückgang des weltweiten Fischfangs um ein Drittel, nämlich der Ernte sozusagen, obwohl der Aufwand, der in den Fischfang geht, gestiegen ist. Mhm. Gut, was, wie viel mehr kosten Fisch? 15%, 20%? Ja? Also das steht in überhaupt keinem Verhältnis damit, dass wir sie in Kürze nicht mehr haben. Selbst die Heringe, ja, die immer ein wahnsinnig reichliches Futter für die halbe Welt waren, ja, die haben wir nicht mehr. Also man kann sich an den monetären Daten einfach nicht orientieren. Und da diese Geldargumentation so stark dominiert, muss man wirklich hartnäckig eine biophysische Argumentation führen, damit man was beweisen kann und damit es glaubhaft ist. Ja? Also ich denke mir, diese Ressourcenfalle wird innerhalb, ich weiß nicht, ob das Russ so lange lebt, um davon zu profitieren. Das, so würde ich wieder mal prognostisch mich nicht hinauswagen. Aber ich meine, wenn ihr es noch die nächsten 5 Jahre schafft, habt ihr ja. gute Chancen, in ein neues Fahrwasser zu geraten, auch was die politische Regulierung anlangt, weil das ja. kann ich mir ja. nicht vorstellen, dass das die EU ignoriert. So. Seien wir pessimistisch und überleben wir. Danke, Maria. Dann darf ich jetzt bitten darum, ich würde dann die bitten, Margit, dass du uns da drüben in der Werkstätte am Tisch, wo wir alle sitzen können, wo man sie dann vielleicht auch noch versorgen kann mit ein bisschen was Essbarem, etwas erzählst über deine Einschätzung einer Veränderung des Steueraufkommens in den EU-Mitgliedstaaten. Oh ja. Weil da bist ja du, was ich von dir gelesen habe, ohne dass wir darüber geredet haben,
offensichtlich eine Ausnahmeerscheinung, sogar im WIFO. Gehen wir rüber.